Am Sonntag kommt eine Icon-Folge raus. Um 18 Uhr. Da um sind 18 auch, Uhr. Da ist wieder ein Special Guest mit Songs wieder. Ja, Mann. Geiler Special Guest. Ja. Auch mit einem sehr geilen Song, muss man sagen. Auf den werdet ihr euch auch sehr freuen. Ja, Mann. Da sind sehr viele wichtige Informationen am Sonntag in der Folge, damit ihr Bescheid wisst. Genau. Und, ja. Was soll ich sagen? Ach ja, Icon 6 Bewerbung, genau. Genau. Also wir reden über Icon 6. Wir stellen euch einen Song und einen Kandidat vor. Wir werden euch bezüglich Villa was sagen. Also dann die App werden wir zeigen. Bezüglich App werden wir euch zeigen, wie es funktioniert für Zuschauer und für Künstler. Dann der neue Vertrag. Der neue Vertrag und ja, so, also wir werden rund um Icon 6 und Icon 6 geht jetzt dann auch offiziell los, Sonntag um 18 Uhr. Also Sonntag um 18 Uhr beginnt Icon. Ja. So, damit ihr Bescheid wisst. Friends, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Jawohl. Wir reagieren heute aufs Icon Mashup. Ich bin sehr, sehr gespannt. Genau. Kam heute ganz frisch online von Chabur und Fatme. Chabur ist der kleine Bruder von Nayeon. Nayeon, genau. Genau. Und Fatme ist mit Akaoui, glaube ich. Fatme, also Akaoui, Der Bruder macht, der das, macht Management. Das Management für Fatme, genau. Okay. Und beide haben sich auch bei Icon 6 beworben. Ah, so. Okay. Aber normalerweise reagieren wir nicht auf Künstler, die sich bei Icon 6 bewerben. Aber das ist ja ein Song. Das ist ja kein Song, das ist ja ein Mashup. So. Wir wollen halt nicht, dass dieses Gefühl aufkommt, dass wir jemanden bevorzugen, weil wenn wir auf einen Icon 6 Bewerber reagieren, dann müssen wir auf alle reagieren. Genau. So, wisst ihr, was ich meine? So. Und das Ganze ist jetzt hier gecovert von Icon Turniersongs und dementsprechend. Ja, geil, gib ihm, Bruder. Hör ich auch so das erste Mal. Let's go. Let's go. It's the best Chavo. Aschenbecher voll mit Marlboro-Zigarre. Hat dich fern von dem Gift, sagte Vater. Digga. Bruder, lass mich doch stoppen. Er heißt Chabur. Du hast einfach Chabur gerade gesagt, ne? Ja, das Chabur. Viel zu hoch, fall in ein Loch. Zu tief, so viel Niagara. Zwischen Asphalt und Liebe, die nie dauert. Wir träumen groß. Wunsch blickt zum Mond. Sie ist loco, denn sie weiß, was sie will. Sie will ein Bandit. Ja, sie will mein Coco. Oh, loco. Toto, toto, toto. Meine Toto, toto, toto. Sie bleibt meine Toto. Ist cool, wisst ihr, was ich meine, so für zwischendurch ist das sehr geil. Ja, für mich ist das gerade so ein Auf und Ab irgendwie, ja? Ja, sag nee, ich ehrlich. Nein, ich meine, dass die Idee, ja. Die Idee so für zwischendurch ist cool, so, weißt du? Ja. So. Aber was sagt ihr bis jetzt? Was meinst du mit Auf und Ab? Ja, manche Stellen fand ich cool, manche, dann geht's wieder so irgendwie so bei mir. Ja, ich weiß, was du meinst. Ich rede ja nur von der Grundidee. Was sagt ihr, Chat? Schreibt ihr mal rein. 1 bis 10. Schon zu lange bergab. Ja, wir schauen zu. Auf großer Verdacht. Sag mir bitte, wer von euch hätte es gedacht? Bald geht uns jeder. Hey. Ihr dürft halt nicht vergessen, die machen ihre eigene Version, ne? Und natürlich nimmt er den Zauber und seinen kleinen Bruder oder großen. Der hört schon 1:1 an wie Nayeon jetzt gerade, oder nicht? So. Auf der Straße sind wir Thema. Also ähnlich. Ja. Wir sind immer noch am selben Ort. Unerreichbar sind dafür geboren. Und die Töne ganz anders. Wallah, jemand hat das alles nicht gewollt. Ewa. Doch sehe schwarz, weil deine Träne tropft. Oh Gott, verzeih uns. Gutes Herz, böser Einfluss. Oha, Chat, warum seid ihr so radikal? Tod, next please. Was ist los, Chat? Wie? Das macht Icon kaputt. Oha, Bruder, ihr habt Image-Schaden daraus gemacht. Icon zu. Bruder, hört doch auf. So. Tschüss, Brudi. Ja, den normalen, der muss seine Töne anders treffen und so. Ich küsse eure Herzen. Bruder, ich sag doch nichts gegen eure Meinung, aber ihr habt sein Ende gebracht. So. Soziale Marokkaner, die man Maghreb, Generation. Was hast du das mit Icon zu tun? Oh no! Ja, gut, Icon bringt ja gute Klicks, ne? Deswegen macht man halt Icon in den Titel, Bruder. Keine Ahnung, ich verstehe es jetzt gerade auch nicht, Bruder. Aber warte mal, der singt jetzt gerade Farid Bang, ne, den Song von Skandal, den der Rap versucht er zu singen. Boah, Bruder, das, okay, das muss ich richtig hören. Nach Paris und in
Ghana, die Mama Maghreb. Generation, wir sind die von Lahen. Ja, hier am Block gibt's kein Vitamin D. Die Schafe im Anzug von Olympic Marseille. Oma Jolie. Ja, okay. Ja, okay. Das ist gut, ja. Ständig nur am Hassen, weil das Geld immer knapp war. Pardonne. Das ist gut, ja. Das ist gut, ja. Langsam werd ich müde. Boah, der hat so viel Gefühle gezeigt bei dieser Passage. Einfach, die Nacht ist umgegangen, ist einfach hell geworden im Hintergrund. Weißt einfach du, diese Stelle war so gut, andere waren nicht so gut, deswegen war dunkel. Jetzt super, weißt du? Die Liebe mehr spüren. Aschenbecher voll mit meinem Bruder Segara. Halt die Schwärme von dem Gift, sagte Vater. Viel zu oft. Fall in ein Loch. Zu tief, so viel Niagara. Zwischen Asphalt und Liebe, die nie da war. Träumen groß. Das Ding ist, die haben aber auch falsche Songs gepickt. Ja. Weißt du? Ja. So, dass Fatma singen kann, wissen wir. Walla, die hätten das besser machen können, ja. Ja, Chabur, dass er singen kann, weiß ich auch. So. Aber die haben falsche Songs gepickt, Bruder. Die hätten eine ganz andere Songs nehmen müssen. Welche Songs hättest du gesagt? Also, Majuli ist perfekt. Toto kam, ist auch gut, Bruder. Weißt ja, du? Ja, Toto fand ich nicht so. Ich fand eigentlich nur den Majuli-Hook. Die hätten Maria von Barry und Kenan nehmen können. Weißt du? Ja, so. Weißt du, da hättest du ganz andere. Oder von Saki, von, anstatt unerreichbar, hätte ich das von Saki mit Dunkle Stadt. Ja, zum Beispiel. Weißt du? Ja. Sowas hätte ich gemacht. Und ich bin zum Mann. Der jetzt BK 100k Special war besser als Oha, Bruder. Nein, übertreibt jetzt nicht. Also das mit Ronaldinho, ja, ich fand auch, Ronaldinho fand ich auch am schlechtesten. Ey, Chat, übertreibt. Also gesungen haben die gut, klar, die haben die falschen Songs gepickt und so. Aber ey, ich sag dir ehrlich, ich hab auch mehr erwartet tatsächlich, bin auch ein bisschen enttäuscht. Aber egal, das sollte Motivation sein für die beiden Künstler, um es beim nächsten Mal noch krasser zu machen und uns vom Stuhl zu hauen. Definitiv. Und was auch vielleicht besser wäre, weil ich finde, das holt so ein bisschen den Vibe raus. Ich habe damals sehr gerne so Mashups gehört, weißt du? Mhm. Und die hatten dann so ein Mic, so komplett, was am Stehen war. Man hat den ganzen Körper gesehen, im Hintergrund hat so Sonnenlicht, es war lebendig. Hier ist es dunkel und so, das Video. Ja, ja. So, weißt du, das unterstreicht auch viel. Das bringt dir keine Laune ein, weißt du? Und bei einem Mashup ist das wichtig. Safe. So, deswegen. Aber schreibt ihr mal gerne eure Meinung in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like und ein Abo da. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Haut rein. Ciao.